Hallo Leute, willkommen zurück zu Destiny 2 Shadowkeep. Wir sind zurück in der Shadowkeep Story und müssen jetzt die Albträume auslöschen. Also die drei Albträume. Um die letzten Traumfluch-Rüstungsteile zu bekommen. Gut, Vermächtnis, Festung der Stadt. Okay, da steht immer noch dasselbe. Rein da jetzt. Bin mal gespannt, welcher Albtraum uns da erwartet. Ich habe wieder hier geile Waffen, zum Beispiel Verlangen von dem letzten Event, das zum Glück endlich vorbei ist. Und mein Lieblingsautomatikgewehr. Ja. So, jetzt sind wir drin. Albtraum jagt Stolz. Jage den Albtraum von Skolas. Warte mal. Erstmal ein bisschen leiser hier machen, die Mucke. Ja, so 7 geht. 7 geht immer. Gut, hier schlachten, hier sieht erstmal aus. Och Gott, ich muss die helfen. Eieiei, das ist ja mal was Neues. Muss ich hier wieder alle auslöschen. Naja, kriegen wir ganz schnell hin. Und das ist ja auch der neue Raketenwerfer aus der Season. Hab ich getroffen? Nee. Scheiße. Wir werden alle von dem verzehrt, was uns zerfrisst. Für Skolas war es seine eigene Hybris. Er wollte die komplette Kontrolle über alle gefallenen Häuser. Und seinem irregeleiteten Feldzug fielen unzählige zum Opfer. Die Erinnerung an Skolas dient als ständige Mahnung für alle Leben, die durch die Launen eines einzelnen Kelts verloren gingen. Ganz gleich, wie sehr die Pyramide es versucht, wir werden nicht weichen. Skolas war aus Destiny 1, ja, ist ja klar. Das war halt so ein Gefallener, der nimmt so die ganze Erde ein, also da, wo wir gespielt haben, und ja, wollte halt immer der Mächtigste sein. Ah, neuen Helm bekommen. Ja, ist okay. Ich will eigentlich meine Rüstung endlich mal voll maxen. Das wäre geil. So, okay, was ist hier unten los? Ah, oh, noch mehr Tote. Ja, ein Ogi auch noch. Oh, dieser Laser, der ist voll stark. Haben die das irgendwie leichter gemacht? Kommst du mir irgendwie so vor? So, ich laser die alle so easy weg. Letztes Mal war das doch nicht so einfach, oder? Oder bin ich gerade dumm? Keine Ahnung. So, easy. Euch da oben noch weg. Wollt ihr snipen? Könnt ihr vergessen. Okay. So, wo haben wir denn den Skolas? Wo ist er denn? Ist er hier unten? Oh ja, ich glaube, das ist er. Das ist sein Albtraum. Albtraum. Du. Da vorne ist der Albtraum von Skolas. Er gehört uns. Ja. Albtraum von Skolas. Kay der Kate. Was ist das für ein Wort? Oder was wäre das für ein Wortgruppe? Ganz komischer Name hier. Erstmal die Kleinen hier ausschalten. Die gehen echt auf den Sack. Und den Raketenwerfer nachladen. Und nochmal rein. Ach, Scheiße. Das ist schon sein Schild da. Ah. Okay, das ging auch schnell. Ganz ruhig. Oh ja. Ja, die Munition brauche ich. Nice. Danke. Ich
Ich hab den doch getroffen, jetzt ihn verarschen. Okay. Irgendwie hat er sich selbst ausgelöscht. So sah es auf jeden Fall aus. Das ist cool, das. So, jetzt nochmal hier. Alles rein, jawohl. Schön in deinen Kopf. Ja, und dann noch ein bisschen Laser. Und da kommen wieder seine Albträume gleich. Na, wo sind sie? Da. Irgendwie komisch. Er ist selber ein Albtraum und dann holt er noch mehr Albträume. Was für ein Albtraum. Aber nicht mehr lange. Aeris, unser letzter Albtraum war Skolas. Er ist erledigt. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Ich bin immer bereit. Aber wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal die Essenz machen. Und dann den nächsten Albtraum und dann den nächsten. Was müssen wir denn für die Essenz machen? So, Essenz des Stolzes. Die Reinigung dieser Essenz gewährt einen Ausrüstungsteil. Besiege Albträume im gesamten Sonnensystem, um diese Essenz zu reinigen. Besiegte verlorene Sektorenbosse bringen den größten Fortschritt. Auf dem Mond besiegte Albträume gewähren keinen Fortschritt. Okay. Dann muss ich wahrscheinlich sehr viele verlorene Sektoren machen. Gut, das mache ich offscreen. Dauert nicht lange. Habe ich wahrscheinlich in 5 Minuten alles fertig. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, haben wir das alles mal. Ich kann euch da 2 gute verlorene Sektoren empfehlen. Zum Beispiel hier an dem Höllenschlund ein. Und hier am Hafen der Sorgen. Also die beiden sind eigentlich am besten, weil da die meisten Albträume kommen. Und da kann man die auch am besten farmen. So könnt ihr einfach wieder rausgehen, da wieder reingehen. Also es passt immer. Das war super einfach zu schaffen. So, steht da jetzt eine Quest? Wahrscheinlich, dass sie jetzt gereinigt ist, oder? Benutze das Pult der Bezauberung im Heiligtum, um Aeris Magie mit dem Albtraum-Essenz zu durchdringen und ein neues Rüstungsteil zu erschaffen. Ja. Gut. Dann auf geht's. Mal gucken, was hier gezaubert wird. So, das Pult der Bezauberung vibriert für Energie und gewährt dir Ausrüstung, um gegen die Albträume zu kämpfen. Ja, auf jeden Fall der Helm haben wir jetzt. Gut, brauche ich ja jetzt das Ding nicht mehr. Wir brauchen ja die ganze Rüstung, deswegen kann man das auch gleich hier drauf klatschen. Boah, geht. Oh, ich habe hier noch was für meinen Hüterrang. Da, Drachenatem. Brauche ich nicht mehr 4, dann bin ich Stufe 7. Können wir noch uns ein paar Beutezüge holen. Und ich wollte noch diesen speziellen Beutezug Lass von Aeris Morn mir holen. Wo ist er denn? Ach, den gibt's ja, glaube ich, gar nicht. Also, den gibt's noch nicht. Wahrscheinlich erst nach der Story. Alright, dann machen wir jetzt hier noch den. Und dann würden wir aufhören. Gut, weiter geht's mit der Albtraumjagd. Jawohl, jagen wir die Albträume. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Film, wo ja es um Weihnachten, dann geht's um Ostern, dann geht's um den Sandmann und dann noch die Zahnfee. Und die Jägervorhut hatte keinen Anführer mehr. Tanix starb letztlich dafür auf Befehl von Kate 6. Doch die Narben, die er bei allen Hütern hinterließ, sollten nie richtig heilen. Und wieder macht sich die Pyramide unseren gemeinsamen Schmerz zunutze. Wir werden nicht weichen. Rest in Peace, Kate 6. Immer noch hart. Okay, Albtraumjagd, Isolation. Albtraum von Tanix. Tanix war doch
Das war ein Gefallener, glaube ich, auch. Tanix. Ja, das. Ich glaube, das war doch noch in Destiny 2, oder? Tanix kommt mir doch noch sehr nach Destiny 2 vor. Wollen wir mal gucken. Generell sehen die Gefallenen eh genau gleich aus. Deswegen. Nichts Großartiges. Boah, dieses Sturmgewehr ist so geil. Alright. Weiter in die Höhle rein. Der Levelaufbau ist immer so geil. Ach, der ist hier schon. Wir müssen noch weiter runter. Machen wir ihn platt. Okay, da haben wir ihn. Mein Raketenwerfer wird das ganz easy. Oh, ein kommt. Aber nicht mit mir. So, wer jetzt noch weiter? Nee, muss doch seine Albträume auslöschen. Warte, 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 ja. Zack. Laser. Oh, noch eine wöchentliche Herausforderung. Nimmt man doch mit. Es gibt XP. Ui, was habe ich denn jetzt hier alles bekommen? Und Erversungsengramm. Was bekommen wir beim Erversungsengramm? Ein Geist, der ziemlich hässlich aussieht. Was gibt's hier eigentlich alles? Neue Shaders. Hulle des Nordens. Erstes Licht. Sieht alles scheiße aus. Ganz ehrlich. Okay, ja, einmal weitermachen. Die Mucke mal wieder. Bock mal wieder. Oh Gott, oh Gott. What the fuck? Chillt mal. Kommen die hier mit Explosionen? Oh Gott, jetzt ist nicht die Zeit zum Ausruhen. Nein. Nicht weg von meiner Ulti. Sind jetzt die ganzen Albträume. Da. Brauchen noch ein bisschen. Oh Gott, shit. Ja, er heifelt. Easy. Tanix hat sich gewehrt. Aber am Ende haben wir ihn doch klein gekriegt. Gut. Jeder Sieg bringt uns näher zur Pyramide. Ja, yep, das ist auch richtig. Jetzt haben wir auch noch die Essenz des Kreuzes. Nee, Katz. Was? Nein, die Essenz des... der Isolation. Da müssen wir einfach nur Gefallene auslöschen. Das kann ich auch offscreen machen. Aber dann will ich jetzt erstmal den Part beenden. Wir haben schön ein paar Albträume ausgelöscht. Und in der letzten Folge werden wir... Also, in der letzten Folge von Shadowkeep werden wir dann... diesen Albtraum noch auslöschen und dann können wir in die Pyramide reingehen. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.